Wir haben diesen Demonstrator aufgebaut, diese Rennstrecke, um zum einen potenziellen Partnern, aber auch unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sehr schnell Algorithmen auszuprobieren, sehr schnell einen Entwicklungszyklus zu haben und vor allen Dingen Verfahren, die sich im Wettbewerb befinden, modellbasiertes Vorgehen, selbstlernende Systeme gegeneinander auszuspielen. Und wir haben gespürt, dass es gerade für die Informationstechnik sehr wichtig ist, dass man ein Anschauungsobjekt hat. Und der Witz auch bei dieser Rennstrecke ist ja, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, selbst zu fahren, dass also Besucher, Mitarbeiter, Studierende den Kurs selbst befahren können und wir dann gegen den gelernten Algorithmus diese Zeiten aufnehmen und im Wettbewerb sind. Und ich kann Ihnen versprechen, die Maschine ist da ganz schnell auch viel besser, als der Mensch das ausfahren kann. Von der Idee des selbstlernenden Systems ist natürlich die Herausforderung, dass hier dann erfahrene Wissen, dass hier Gelernte auch schnell in einen Prototypen übertragen zu können. Und dann kommt etwas ins Spiel, was bei all dieser Anschauung natürlich sehr wichtig ist, dass wir die Prozesse, Methoden und Tools in den Vordergrund stellen, dass wir also hier nicht Try und Error Verfahren anwenden, sondern dass wir einen klassischen Systems Engineering Prozess im Hinterkopf haben, der eine Durchgängigkeit von der ersten kreativen Phase über die Realisierung von Algorithmen bis eben zum Übertragen in ein solches Fahrzeug hier haben und dann die Übertragung von diesem 1:8 Modell in ein 1:1 Modell und später, auch das ist ja noch eine riesen Herausforderung, auch in Serienanwendungen, wo noch ganz andere Themen der Validierung und des Testens notwendig werden. Wir haben noch eine sehr interessante Besonderheit hier. Wir haben die gleiche oder eine sehr ähnliche Rennstrecke in unserem Office in Berlin aufgebaut und können jetzt sogar über das Kamerasystem remote arbeiten. Das heißt, Sie haben ja hier ein kleines Cockpit, in dem Sie auch das Fahrzeug direkt steuern können. Eine Idee ist, die kurz vor der Umsetzung ist, dass wir eben die Fahrzeuge aus Karlsruhe dann von Berlin aus steuern können oder eben von Karlsruhe aus die Fahrzeuge in Berlin, um so auch diesen Link zwischen unseren beiden Standorten nochmal zu intensivieren. Und das hat auch einen großen Anziehungsmagneten für Studierende in Berlin, weil sie damit am Holl, an unserem House of Living Labs, ganz direkt partizipieren können. Ich sagte es geht uns auch sehr stark darum, Attraktivität zu zeigen für informationstechnische Algorithmen, für mathematische Grundlagen mit einem solchen Anwendungsfall. Aber wir legen natürlich schon Wert darauf, dass wir hinterher einen professionellen Anwendungsfall dahinter haben. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir diese hier herausgearbeiteten Verfahren in Real Life übertragen können und entsprechend durchaus im Fokus nicht den Gimmick, sondern die Serienanwendung unserer Partner haben, sodass wir hier eine sehr wertvolle Hilfestellung geben können und von diesem Experimentellen sehr schnell in Systematik übergehen, in Prozesse übergehen und am Ende im besten Fall sogar mit Toolherstellern uns überlegen, wie das mit vielleicht am Ende sogar kommerziellen Werkzeugen unterstützt werden kann. Von der Idee über die erste prototypische Realisierung, über eine Absicherung und Test, bis hin zum finalen Fahrzeug zu kommen, das auch allen zulassungsrelevanten Themen standhält.